Am 8. Mai, also vor zwei Tagen, standen wir auf dem Friedhof Nürnberg an den Gräbern der Kriegsgefangenen, an den Gräbern der sowjetischen und polnischen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, die aus ihrer Heimat verschleppt und dann in Wuppertal ausgebeutet und ermordet wurden. Sie wurden Opfer von Faschismus und Krieg. Sie werden in unserer Erinnerung bleiben. Wir werden sie nie vergessen. Wir werden sie als Mahnung behalten. Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Auch heute droht der Welt Gefahr durch Faschismus und Krieg. Die Kriegsgefahr in der Ukraine wächst von Tag zu Tag. Die rechtmäßige Regierung der Ukraine hätte im Februar ohne die Hilfe von faschistischen, paramilitärischen Gruppen und Parteien nicht gestürzt werden können. Seit langem werden die Größe, die Militanz und die historischen Wurzeln der faschistischen Akteure verschwiegen oder verharmlost. So fordern etwa Geistes- und Sozialwissenschaftler der Heinrich-Böll-Stiftung, ich wiederhole nochmal, der Heinrich-Böll-Stiftung, ein Redeverbot. Es wird Kritikern geraten, Zitat, die Aufmerksamkeit auf vertrautere, unkomplizierte und weniger ambivalente Themen zu lenken. Zitat Ende. Trotz dieses Zensurversuches wird die VVN über den Faschismus in der Ukraine sprechen. Wir sind dazu verpflichtet. Wir werden nicht schweigen und wir werden uns dieser Zensur nicht folgen. In der Ukraine sind im sogenannten rechten Sektor der Großteil der bewaffneten Aktivisten organisiert. Die Pravice-Sektor hat sich unter anderem aus der Organisation ukrainischer Nationalisten, OUN, gebildet und in der ukrainischen Nationalversammlung mit der paramilitärischen Gruppe Ukrainische Nationale Selbstverteidigung, UNSO. Als Partei agiert Svoboda seit 1990 zunächst als sozialnationale Partei in der ukrainischen Politik und unterhält ebenfalls einen bewaffneten Verband. Die zahlreichen Angriffe auf politische Gegner, etwa auf Mitglieder und Gebäude der Kommunistischen Partei, auf Abgeordnete der Werchowna Rada oder eine Rundfunkanstalt, haben die immer schwerer bewaffneten Gruppen des rechten Sektors und von Svoboda begangen. Es wurde ihnen trotzdem Polizeiaufgaben übertragen. An diese faschistischen Gruppen wurden wichtige politische Ämter in der neuen Regierung vergeben. Alexander Sitsch von Svoboda ist stellvertretender Ministerpräsident. Man muss sich das mal vorstellen, ein Faschist als stellvertretender Ministerpräsident. Das Landwirtschaftsministerium und das Ministerium für Ökologie und natürliche Ressourcen sind ebenso an Svoboda vergeben wie das Amt des Generalstaatsanwalts. Der Generalstaatsanwalt, ein Faschist, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Sekretär des Sicherheits- und Verteidigungsrates ist André Parubi, Mitbegründer der Sozialnationalen Partei. Sein Stellvertreter ist Dimitro Jarosch vom rechten Sektor. Zur deutschen NPD hat Svoboda freundschaftliche Verbindungen. Svoboda war im Mai 2013 zur sächsischen NPD eingeladen. Die Denkfabrik von Svoboda trägt den Namen, und jetzt haltet euch fest, Josef Goebbels Forschungszentrum für Politik. Haltet euch fest. Aus Respekt vor den vielen Toten werde ich das bekannte Zitat von Svoboda-Fraktionsvorsitzenden Sergej Bobok von 2004 über jüdische und russische Menschen hier nicht vortragen. Tille hat es schon bereits getan. Es ist an Menschenverachtung nicht zu überbieten. Seit ihrer Gründung 1929 war die OUN, die heute den rechten Sektor beherrscht, orientiert am Vorbild des italienischen Faschismus. Gefördert wurde die OUN von Nazi-Deutschland. Die Politik war geprägt vom Rassismus gegenüber Polen, Russen und Juden. Die Ermordung von politischen Gegnern gehörte ebenfalls zum Mittel ihrer terroristischen Politik. Das Ziel der Vertreibung aller nicht-ukrainischen Bevölkerungsteile führte im Zweiten Weltkrieg zu systematischen Massakern an der polnischen und jüdischen Bevölkerung auf dem Gebiet der Westukraine.
vor allem seit der Präsidentschaft von Viktor Janukowitsch im Jahre 2005 wurden die tragenden faschistischen Elemente in der Ideologie und der Politik der OUN verschleiert, verschwiegen und umgeschrieben. So wurde dem langjährigen radikalen OUN-Vorsitzenden und Nazi-Kollaborator aus der Zeit des Weltkriegs, Stefan Bandera, 2010 der Titel und jetzt hat er das Held der Ukraine verliehen. Wir, die Antifaschistinnen und Antifaschisten der VVN und BDA, protestieren gegen die Hofierung dieser offen faschistischen Organisation durch westliche Politiker, auch durch Bundesinnenaußenminister Walter Steinmeier. Wir protestieren gegen die kontinuierliche Verharmlosung dieser Strukturen als nationalistisch, rechtspopulistisch oder ethnonationalistisch. Wir protestieren dagegen, dass EU-Gelder direkt in die Stützung dieser mit offenen Faschisten besetzten Regierung fließen. Wir protestieren dagegen, gegen die anhaltenden Verbrechen durch die sogenannten Nationalgarde in der Stadt Slowansk. Die Nationalgarde wurde aus den faschistischen Kampfverbänden des rechten Sektors und von Zumutter gebildet. Wir protestieren gegen den Angriff auf das Haus der Gewerkschaften in Odessa durch nicht uniformierte Faschisten mit über 40 Toten. Die sind erstickt, verbrannt oder in den Tod gesprungen. Heute geht in Europa wieder Gewalt und Kriegsgefahr von Faschisten aus. Wir fordern unsere Wuppertaler Bundestagsabgeordneten Jürgen Haag, Manfred Zöllmer, der hier sein Büro hat, Peter Hinze auf, setzen Sie sich dafür ein, diese schändliche Zusammenarbeit mit rechtem Sektor und Svoboda unverzüglich zu beenden. Wir wollen keine Unterstützung von Faschisten durch unsere Regierung. Die Toten mahnen uns, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Nur vielleicht eine Ergänzung. Wir erinnern uns ziemlich gut, wenn wir etwas älter sind, an den Jugoslawienkrieg. Wir erinnern uns daran, welche Parteien damals in Deutschland regiert haben und welche zum Zerfall Jugoslawiens und für den dann entstehenden Bürgerkrieg in Jugoslawien maßgeblich mitverantwortlich waren. Wir stehen deswegen hier vor der SPD. Wir hätten genauso gut durch die Friedrich-Ebert-Straße laufen können zum Parteibüro der Grünen in der Nähe des Robert-Daum-Platzes. Die Grünen sind jetzt wieder ganz vorne mit dabei. Und nur, weil wir hier vor der SPD stehen, nicht, dass ich ein Freund wäre von Gerhard Schröder, aber Gerhard Schröder hat zuletzt zugegeben, dass der Krieg gegen Jugoslawien und Völkerrecht niedriger war. Und anscheinend ist aber bei den Parteien überhaupt nichts gelernt worden. Sie produzieren wieder eine Situation, die in bürgerkriegsähnliche Zustände führt. Und sie paktieren dort wieder mit nationalistischen, gewalttätigen, brutalen Kräften, so wie sie das in Kroatien zum Beispiel auch schon getan haben.